Aloha, meine Lieben, und willkommen zum gar nicht verbackten 7 Days to Die. Wir spielen jetzt einfach mal weiter, wir tun so, als wäre nichts gewesen. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten für diese Folge und ja, die nutzen wir jetzt mal. Wir haben 14 Uhr, der Tag ist schon fast vorbei. Leute, wir haben danach Tag 5 und 7 kommt schon die Horde. Gagamatsch? How the hell soll ich das alles jetzt noch wuppen? Mit diesem ganzen Schissel hier am Start. Boah, das hat mich echt zurückgeschlagen. Vor allen Dingen muss ich noch einen halben Tag Nester scavengen gehen. Ich habe ja nichts anderes gescavenged gekriegt. Boah, ist das übel. Ist das übel, Leute. Okay, wenn die Pickaxe am Start ist, wir brauchen Cobblestone ohne Ende. Ohne Ende. Ich mache schon mal neue Cobblestone Frames. Wie viele kann ich machen? 105, die brauchen wir auch. Die lassen wir jetzt auch mal laufen. Und wir nehmen jetzt hier... Ach, hier sind noch Snowberries, sehr schön. Ich nehme jetzt hier noch weitere Bäume mit. Wir müssen dann auch anpflanzen gehen, das ist ganz klar. Ich wackel immer so. Ich wackel mit dem Bein und dann wackelt irgendwie alles. Und in einer Folge war das ganz schlimm. Das mache ich besonders, wenn ich müde bin. Und jetzt bin ich auch ein bisschen müde. Wie gesagt, es ist ja mitten in der Woche, aber ich konnte mich ja jetzt nicht ausloggen, wo unsere ganze Hütte voller Zombies war. War das ein Rotz, da? War das ein Rotz, Mann. Samantha, dieses alte, verkackte Miststück. Ich dachte nur, wenn die einen sieht, schreit die. Die schreit aber anscheinend ja auch so. Und dann haben die mir die komplette Hütte auseinander. Wie viele waren das denn? Das war ja unfassbar. Weil die immer wieder geschrien hat. Geil. Hammer, hammer, hammer. Naja, wenigstens konnten wir uns dann aufs Wasser flüchten. Sonst hätten wir ja, wären wir ja nochmal tot gewesen. Ich bin ja gespawnt und habe ja direkt einen auf die 12 gekriegt. Komm, mach die Pickaxe fertig jetzt da. Mann, doch. Alles klar. Dann müssen wir jetzt schnell Steine sammeln hier. Ja, das bringt meinen Zeitplan jetzt echt übel durcheinander. Übelst. Wirklich übelst. Aber ja, was willst du machen, ne? Wie viel hatte ich denn gerade? 17 Minuten? Jetzt sind wir... Jetzt haben wir 3. Ja, komm, so 10 Minuten machen wir noch. Also so 13. Dann muss ich das zusammen... Ich darf nicht vergessen, das zusammenzuschneiden. Ja, ihr habt bestimmt schon lustige Sachen in den Kommentaren hinterlassen. Nach der einen Folge. Großartig. Es ist einfach nur großartig. Jetzt hat natürlich die Säuberung der Hütte auch noch gedauert. Und wir sind quasi bei Minusstand an der Hütte. Ja. Ich wollte das ja eigentlich verbessern, aber jetzt bin ich ja bei Minus. Bei Minusrotz. Komm, du kriegst jetzt mal hier direkt einen auf die 12. Ich habe keinen Bock mehr auf euch, Penner, ehrlich. Ihr geht mir sowas von der... So viel Zeit muss sein. Auf den Sack, ihr blöden Arschgeigen. Puh. Also Hordenacht, Halleluja. Das wird ein Spaß, du. So, kann ich auch schon neue... Ich kann auch Cobblestone Rocks machen. Die lasse ich jetzt auch hier komplett durchlaufen. Dann werde ich jetzt hier mal noch Clay sammeln. Ja, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt echt ran. Also ich habe, an diesem Tag müssen wir jetzt einiges geschissen kriegen. Wirklich in der Hoffnung, dass in der Nacht nicht nochmal sowas kommt. Dann kriege ich die Krise, wenn das nochmal passiert. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll.
Ich meine, wir haben ja jetzt überhaupt nicht genug Pfeile für uns. Man bräuchte eigentlich in der Nähe noch so eine Kiste, müsste man platzieren, wo man noch so was drin hat, wenn man halt zu Hause stirbt, wie jede Menge Pfeile und so ein Schissel. Einfach noch so eine Versorgungskiste. Was zu essen, Klamotten. Weißt du, so ein Scheiß irgendwie draußen irgendwo. Also selbst wenn ich die komplette Hütte aushülle, wie das ja mein Plan war mit Cobblestone Rocks, was ja vor der Feralnacht, das ist ja wirklich utopisch. Ja, das ist ja, das kann ich ja vergessen. Das wird alles sehr, 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 sehr sportlich. Wo habe ich denn hier? Boah. Jetzt ist natürlich meine Wellness auch ein bisschen kaputt. Oh, hier ist noch ein Vogelnest. Very important. Ja, wenn man nicht so durch die Gegend rast, sieht man die natürlich auch besser. Wenn man hier so durchhuscht, ist das halt alles ein Farbbrei. Aber Nester müssen ran. Also wir brauchen mindestens 250 Pfeile. Wenn nicht sogar noch mehr. Für die Feralnacht, weil wir ja noch nicht ansatzweise eine Pistole oder sowas haben. Das ist schon... Auti, auti, boom, boom, ey. Das Blöde ist auch, eigentlich brauchen wir echt eine coole Stadt, in die wir kommen. Weil gescavenged habe ich so gut wie gar nicht. Ich bezweifle auch, dass ich das vor der Feralnacht überhaupt hinkriege, nochmal großartig wegzulaufen, weil ich damit beschäftigt sein werde, die Hütte einigermaßen feralfest zu machen. Also das wird alles... läuft da durch. Okay, dann machen wir noch mehr Cobblestone Rocks. Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Was ein Stress. Ja, wir müssen unbedingt dann auch wirklich nicht vergessen anzupflanzen, aber das mit den Seeds, das mache ich dann mal ja ein andern Mal. So, ich gehe mal langsam zu den Steinen, damit wir auch die Stamina wieder aufladen. Vielleicht sehen wir noch, aber sehen wir nicht. Moment, ich muss das mal anders sortieren da vorne. So. Okay, dann kloppen wir hier nochmal Stein. Ich muss ja mal gucken, wie viele Zombies wir getötet haben. Ich meine, so viele werden es jetzt nicht sein. Das war jetzt echt alles ein bisschen viel. Aber wenigstens gehen so hier gemischt Crafting hoch und sowas alles. Wow. Boah, das ist so eklig, ne? Dieses Geräusch. Empty. She's fucking empty. Blöde Sau. Ja, ich weiß, wir brauchen den Schmuck und... Wie dünge ich denn das Feld? Dafür brauche ich so eine Chemical-Klamotte, ne? Hm. Mining Tools. Now Level 13. Ich meine, wenigstens geht dieser Schissel dann auch 31 Skill Points. Ja, großartig. So, dann nehmen wir jetzt noch den Baum mit. Es geht hier alles so ein bisschen durcheinander, aber nun gut. Wir brauchen jede Menge Holz, falls ich mit Cobblestone nicht so weit komme. Ich brauche auch eigentlich Plant Fibers. Ich muss gleich noch ein paar Plant Fibers hier schlagen. Oh, da liegen super viele Steine noch. Geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, Spikes zu platzieren vor der Hütte.
Das wird alles sehr, sehr sportlich, meine Lieben. Alles sehr, sehr sportlich. Okay, das sind immer zwei. Heute mache ich echt alles. Bäume fällen, Clay sammeln, Steine zerschlagen. Ja, also wie gesagt, ein bisschen doof, dass man jetzt hier nur diesen kleinen Teil der Karte sieht, die ganze Zeit. Aber ich glaube, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich jetzt hier nicht durch die Gegend juckeln kann. Und hier Trollolo und so. Sondern das Spiel hat mich jetzt hier mal ein bisschen getrollolot. Okay, es läuft nichts mehr durch. Wir müssen noch weiter. Wir machen jetzt einfach nochmal Cobblestone Rocks. Dann können wir gleich einiges verbessern. Jetzt sammeln wir noch Stein. Ich bin ja schon mal froh, aber ich glaube, Cobblestone Rocks, die halten nicht mehr so ganz viel aus. Kann das sein? Okay, dann laufen wir gleich mal zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Folge. War das auch noch die 7? 7 ist eigentlich meine Glückszahl, wie bei keinem anderen in Deutschland oder auf der Welt. Mando, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich brauche Nester, meine lieben Nester. Wie viele Federn haben wir denn? 49. Wir haben auch nur noch 8 Pfeile. Also, boah. Ich könnte natürlich Eisenpfeilspitzen machen, auf jeden Fall. Das machen wir mal in der Nacht. Dafür brauche ich aber ein Anvil. Es ist großartig, dass hier so viele Ressourcensteine rumliegen. Wäre auch schön, wenn wir mal eine Forge finden würden oder so. Aber wie gesagt, wir scavengen ja im Moment überhaupt nicht. Weil wir einfach gerade die Zeit dazu nicht haben. Wieso stehen hier um den Baum noch so viele komische Dinger drumherum? Da vorne kommt da so ein bisschen Wüste? Nee. Ich dachte wegen Nestern. So, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Clay mit. Können wir noch mehr Cobblestone Rocks machen? Nochmal 191. Ja, dann können wir, wir kriegen dann in der Nacht doch noch einiges hin. Wir machen danach auch noch, ja, Cobblestone Frames gleich. Oh, jetzt wird mir warm. Dann ziehen wir mal den Leather Duster aus. Okay, jetzt gehe ich mal langsam hier lang. Wirklich in der Hoffnung, wenigstens. Aber vielleicht liegen hier auch einfach nicht so viele Vogelnester. Das ist meine Befürchtung mittlerweile. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Ich mache jetzt einfach mal überall Löcher über die gesamte Map bei uns in der Nähe. Grabe ich jetzt, buddel ich jetzt Löcher rein. Oh, wenn das so ein kleiner Vorgeschmack war, wie nur ansatzweise die Feralnacht werden könnte. Samantha kommt wohl jetzt echt oft. Also Rübchen und ich, wir haben das auch gemerkt. Am Tag kommt die auch total oft. Wir haben ja so einen super geilen Bunker gefunden im Stream. Ja, das wird ein Spaß, du. Okay, dann nehmen wir noch hier einen Stein mit und dann gehen wir mal zurück. Auf dem Weg zerschlagen wir noch ein paar Plant Fibers. Okay. Kobbel, kann ich hier nochmal welche machen? Nochmal 43. Alles klar. Dann haben wir noch ein paar Steine am Start. So, wir haben jetzt 18.58 Uhr. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal langsam. Ah! So ein Diss. Da ist ein Vogelnest. Ich hoffe, ich habe das noch nicht gelootet. Oh, ich glaube, links war auch noch eins. Nein, da sind ja nur Eier drin. Sag mal! Alter!
Genau, auf dem Weg schlagen wir mal so ein bisschen Gras weg. Weil wir auch noch Plant Fibers brauchen. Wir lassen auch noch mal ein paar Cobblestone... Frames durchlaufen. Keine Ahnung, wie viel können wir machen? Oh, mal 40. Na, die können wir schön durchlaufen. Ja, wir brauchen jetzt leider auch Plant Fibers. Ja, okay, hier liegen schon ab und zu noch mal ein paar Nester rum, aber halt auch nicht so im Überfluss, ne? Ich gehe ja jetzt langsam, dann müsste man die eigentlich alle sehen. Ist noch ein Rohr, sehr gut. Ne. So. Jetzt wird es wieder spannend hier. Warte, wir nehmen noch mal ein paar Steine mit. 19.31 Uhr. Ich lasse jetzt noch, ich meine jetzt, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine ewig lange Folge. Sorry dafür. Aber ich lasse das jetzt noch eben, bis die Nacht anbricht, laufen. Ja, dann spawnen wir natürlich beim nächsten Mal direkt in der Nacht, aber so ist das nun mal. Und auch wenn jetzt Samantha schreit, ich logge mich dann trotzdem aus. Also noch eine Folge hänge ich nicht dran. Da habe ich vielleicht sogar Glück, dass sie beim nächsten Mal nicht mehr da ist. Nice. Nein, jetzt... Das hatten wir letztens auch. Vor der Feralnacht haben wir nur fucking Nester mit Eiern gefunden. Und nach der Feralnacht auf einmal so, wow, Trollolo, überall fett die Federn drin. Ja, das war gerade echt Schisse mit Samantha, also... So, ich mach's jetzt erstmal so. Ich pack's nur schon mal... Ich pack's nur schon mal hin. Füllen müssen wir die dann anders mal. Aber so habe ich dann auch gleich erstmal, wenn ich die schon mal jetzt hier hingebaut habe, habe ich dann auch, laufen die hoffentlich nur davor und ich kann dann noch runterschießen. Hä? Was soll das denn? Ah, okay. Wisst ihr, was ich meine? Okay, auf der einen Seite muss man dann nur... Mhm. Ach, jetzt habe ich die Kiste gar nicht geholt. Oh, ey, Leute, ich zu viel Cobblestone kriege ich nie im Leben zusammen. Nee, ich wollte es ja auch erstmal so machen. Scheiße. Ja, so kommen sie ja schon mal nicht hoch, ne? Nee. Das ist schon mal gut. Da muss ich mir so einen kleinen Eingang lassen an den Seiten, damit ich auch noch dazwischen kann und die Mauer fertig machen kann. Ja, das ist gut. So kommen die schon mal nicht hoch. Also nicht ohne weiteres. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir hier schon mal direkt die untere. So. Ich hoffe, der Plan geht jetzt einigermaßen auf. Ich habe keine Ahnung. Das werde ich jetzt nicht einmal komplett rumschaffen. Ich muss jetzt noch auf die andere Seite. Was das für Geräusche macht. Matsch, matsch.
So, hier ist auch schon bis vorne. Hier, aber doch hier auch. Warte, müssen wir hier noch irgendwie? Die dürfen halt nirgendwo noch drunter. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, ja? Das werden wir gleich sehen. So. Bam. Hier schnell verbessern. So. Dann hier noch die... Das nehmen wir gleich wieder weg, bevor wir es verbessern. Ich will das jetzt nur erstmal hier platziert haben. Die können wir nochmal machen. Die äußeren. Da oben muss ich gleich auch auf jeden Fall welche setzen. Ja, das kann ich auch von oben gleich machen. So, den auch noch hier vorne. Also, wisst ihr, was mein Plan ist? Dass die halt nicht darunter verschwinden und dann habe ich wieder diesen Schissel am Start. Okay, diesen Scheiß, das kann ich schon wieder nie aufnehmen. So, dann machen wir das hier auch nochmal fertig. Ich werde mal eben hier noch welche hinsetzen, dass die hier nicht hoch können. Oh, Wood Frame. Machen wir mal. Keine Ahnung. 32 ist ein bisschen krumme Zahl, aber... So. Ey, in der Hoffnung, ja, dass wir jetzt hier so ein bisschen geschützt sind. Wir ziehen das dann hier auch alles mit Mauer noch höher. So. Och, Leute. Genau. Dann können wir hier nämlich mal weitermachen. Ach, das ist jetzt so ein bisschen mühselig, aber... Ich würde ungern in der Nacht die Fortschritts laufen lassen gerade. Lustigerweise. Aber ich muss mich eh ausloggen. Die haben hier echt... Guckt euch das mal an. Die haben mir alles weggeballert, Mann. So, hier machen wir dann auch noch mal Cobblestone-Dings rein. Ja, da kann man rausgucken. Also noch eine Samantha brauche ich echt nicht, ey. Das war ziemlich für den Arsch. Da waren ja auch voll viele Hunde und was weiß ich was alles am Start. Meine Lieben, ich hoffe, ihr seid echt noch da. Aber das war jetzt wahrscheinlich die... Ich weiß nicht, ob ich zwei Folgen daraus machen soll, weil jetzt bin ich auch schon wieder bei 23. Vielleicht lasse ich die eine bei 17. Falls ihr mich jetzt quatschen hört und es waren zwei weitere, dann wisst ihr Bescheid, weil ich glaube, sonst habe ich eine 40-Minuten-Folge. Dann habe ich wahrscheinlich einen Cut gemacht. Das erfahrt ihr dann jetzt. Das ist natürlich auch geil, aber nun gut. So ist das dann. So. Ach, guck mal, hier ist noch alles offen. Komm, dann machen wir das noch eben zu, bevor wir hier dann noch irgendwie so komischen Besuch kriegen. Ah, nee. Dann machen wir mal hier oben so. So, das machen wir jetzt noch zu. Mann, Mann, Mann.
Und ich werde quasi hier dann auch komplett die Cobblestones noch reinziehen. Aber dafür brauchen wir halt ohne Ende Zeug, ne? Und das wird dann auch scheiße, das zu reparieren. Oh. Hä? Ach, das ist noch eine Stufe höher. Ach, guck mal. Ah, das geht nur bei denen. Hä, hä? Was ist das denn? Sieht aber ziemlich scheiße aus so. Davon mal ab. Warum geht das bei denen nicht? Ach, ist dieses Material hier weicher oder was? Ich meine, auch wenn es scheiße aussieht, das soll mir ihr recht sein. Hauptsache... Boah, da brauchst du aber viel Lehm für. Dann kann ich gleich ja nochmal Lehm ohne Ende besorgen gehen. Ja, das müssen wir jetzt aber jetzt mal... Das ziehen wir jetzt mal eben durch. Ja, wir brauchen Lehm ohne Ende. Interesting. Okay, dann hier ist ja auch noch Außenwand. Dann machen wir das hier auch noch. Aha. Ist das jetzt so verputzte Wand oder was? Und das nächste, aha. Oh, das sieht jetzt ein bisschen sterilo aus, aber nun gut. Komm, warte mal. Das müssen wir, das machen wir jetzt noch eben zu. Leute, ich werde da... Sorry für die eine kurze Folge dann. Mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht lasse ich auch eine morgens, eine abends. Man weiß es nicht genau. Aber ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall ausloggen. Wir gucken, wir laufen noch einmal nach kurz nach oben und gucken, wie es da aussieht. Und, ja, die waren ja auf einmal überall. Es sah einfach grandios. Ach, jetzt habe ich mir das hier so gebaut. Das ist ja scheiße. Das war das also von unten. Ja, großartig. Ja, super, oder? Das war jetzt nicht der Plan, aber nun gut. So, meint ihr, ich werde jetzt wieder sterben, wenn ich die Forge anmache? Was heißt? Ja doch, ich bin ja gestorben. Boah, ey. Komm, wir machen da mal von die Hälfte und wir brauchen noch Clay. Also ich werde jetzt hier das wieder verballern müssen. Wir müssen einen Anvil durchlaufen lassen, damit wir Eisenpfeile machen können. Ich werde jetzt nochmal eben was essen und dann werde ich mich ausloggen. Und was trinken. So, und jetzt noch was essen. Ich glaube, ich muss die Fenster zwar rausschlagen, ich werde erstmal mir keine Iron Bars leisten können. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ich werde dann hier den unteren wegmachen. Und oben einen rein, sodass die nicht durch können. Und das mache ich dann erstmal auf jeder Seite. Hier war doch eine Tür, ne? Ach, die haben die auch wieder weggemacht. Ja, großartig. Dann machen wir hier nochmal... Ah, kann ich schon eine machen? Wie viel brauche ich davon? 10. Ey, ich mache mir jetzt so eine Metal Door hier rein. Falls ich gleich nochmal Besuch kriege. Ach, das dauert ja Ewigkeiten. Ach, Leute. Womit habe ich das verdient? Ich bin doch eigentlich ganz nett, oder? Aber es ist halt die harte Schule von 7 Days Alpha 15. Kein Kindergarten mehr. Sondern bierernster Schissel. Boah. So, die Tür setzen wir gleich noch ein. Und dann, so machen wir das. Nee, das muss auch alles hier... Auch wenn das nicht so schön ist, aber wir wollen ja keine Preise gewinnen. Wir wollen hier überleben.
Ne? So. Das bringt ja dann doch schon was. Ich glaube, die Couch muss gleich mal weichen. Und es bringt auch die Construction Tools hoch. Also gar nicht mal so scheiße hier alles. Ja, das ist echt nicht so schlecht. So, jetzt machen wir noch die Metal Door rein und dann bin ich wirklich raus für heute, mein Lieb. Man kann sich ja so krass hier... Oh. Okay. Das ist aber ein Hund, der Wache hält. Die haben hier echt... Also, unfassbar. Die haben hier echt alles... Kann ich auch die Frames da oben wieder wegnehmen. Aber das ist doch ein bisschen scheiße, jetzt mal im Ernst, dass meine Dingens weg sind, oder? Meine, mein Rucksack. Das finde ich richtig rotze. So, dann machen wir das jetzt hier auch, weil wir können ja wieder da vorne durch. So. Meine Lieben, die Forge läuft. Romantisch, romantisch. Ich glaube, ich klopp die Leiter gleich komplett weg und mache mir hier hinten so einen Aufgang mit so einer, also mit einer richtigen Leiter hoch. Und ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es sind doch zwei geworden, weil jetzt bin ich schon bei 31 Minuten. Da kann ich nicht noch die 17 Minuten von vorhin ranschneiden. Dann wäre ich bei 47 Minuten. Das ist ein bisschen lächerlich für eine Folge. Also, ihr hattet eine kurze Folge, jetzt habt ihr wieder eine lange Folge. Ich danke euch ganz herzlich. Ich bin sehr gespannt, was die Feralnacht mit uns machen wird. Bis dann. Aloha.